Das Gartengrab ist eine Grabstätte in Jerusalem, die vor allem bei anglikanischen und freikirchlichen Christen als Grab Jesu gilt. Lage: Das Gartengrab liegt nördlich des Damaskustores etwas außerhalb der Jerusalemer Altstadt. Die Grabkammer aus römischer Zeit wurde aus einer mehrere Meter hohen Felswand geschlagen. Heute ist sie von einer gepflegten Gartenanlage umgeben, die vielen Besuchern Jerusalems als Ort der Ruhe in der Vielvölkerstadt gilt. Geschichte: Im Jahr 1867 wurde das Gartengrab entdeckt, 1891 wurde es ausgegraben. Entscheidend für die weitere Entwicklung war das Jahr 1883, als der englische Generalmajor Charles Gordon zu der Überzeugung kam, dass es sich beim Gartengrab um das Grab Jesu handeln müsse. Als Beläge dienten ihm die Lage vor der Stadtmauer und die Form des Hügels bzw. Felsens, der von verschiedenen Seiten einem Schädel ähnlich sieht, da der Name Golgotha vom aramäischen Wort Golgotha abgeleitet werden kann, schloss Gordon, dass dies der Ort sein müsse, von dem die Evangelien berichten. Diese Deutung hatten zuvor bereits Claude Reitnier Konda und Fischer Hau vorgeschlagen. Die Verbindung von Golgotha mit Hebräisch Golgole bzw. Aram Golgotha hatte bereits 1842 der deutsche Gelehrte Otto Tenius ins Spiel gebracht. 1894 wurde zur Erhaltung des Ortes die Gartengrabvereinigung gegründet, von deren Spendengeldern das Gelände um die Grabstätte gekauft wurde. Authentizität: Unter Archäologen geht man heute allgemein davon aus, dass es sich beim Gartengrab nicht um das Grab Jesu handelt. So urteilte etwa Bagil Pixner. Das sogenannte Gartengrab an der Nablus Road nördlich des Damaskustores ist zwar ein attraktiver Platz für Meditation und Gebet, aber aus archäologischen und historischen Gründen als Stätte der Kreuzigung und des Begräbnisses Jesu indiskutabel. Es gibt Indizien, die für die Echtheit des Grabes zu sprechen schienen. Christliche Symbole im Grabinneren und die Tatsache, dass der Ort traditionell als Steinigungsplatz bezeichnet wurde. Allerdings halten viele Archäologen inzwischen die Grabeskirche als Ort der Kreuzigung und des Begräbnisses Jesu für plausibel. Dafür sprechen die frühen Zeugnisse von Pilgern, der Bau der Basilika durch Konstantin und archäologische Hinweise. Das frühere Gegenargument, auf das sich die Annahme einer Echtheit des Gartengrabes in der Hauptsache stützte, nämlich dass die Kreuzigung außerhalb der Stadt stattfand, während sich die Grabeskirche innerhalb der Stadtmauern befindet, ist dadurch hinfällig geworden, dass mittlerweile als gesichert gilt, dass der Hügel, auf dem heute die Grabeskirche steht, zur Zeit Jesu außerhalb der damaligen Stadtmauern lag und als unbebautes Steinbruchgelände Shimon Gibson zufolge ein idealer Ort für die Anlage eines Felsengrabs war.